Bund und Länder haben sich auf eine Grundsteuerreform geeinigt, um Vorgaben des Verfassungsgerichts umzusetzen. Welche Folgen hat das möglicherweise für Vermieter, aber auch für Mieter? Darum geht es im heutigen Video. Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und wir haben in der Presse gelesen, dass Bund und Länder sich auf so ein Eckpunktepapier für eine Grundsteuerreform geeinigt haben. Es muss entsprechend der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts irgendwie künftig der Wert der Immobilien berücksichtigt werden. Und dementsprechend kann man eins vorhersagen: Die Reform ist noch nicht beschlossen, die wird möglicherweise, werden auch viele Dinge noch geändert. Wir wollen nicht zu sehr in die Details gehen. Aber was wird passieren? Passieren wird, dass sich alle Eigentümer von Immobilien in Gegenden, die, sagen wir mal, derzeit im Boom sind, die derzeit gefragt sind, wohl auf deutliche Erhöhungen einstellen müssen. Jetzt könnten die sagen, die in den Gegenden sind, die nicht so interessant sind, ja, vielleicht wird es da weniger, mag sein, aber wir wissen ja mal, wie es mit Steuern ist, weniger wird es ja fast nie. Ja? Insofern muss man erstmal sehen, was dabei rauskommt. Aber auf jeden Fall da in den Spitzensituationen, in den wirklichen guten, boomenden Branchen wird es wohl teurer werden. Das betrifft die Eigentümer, die Selbstnutzer und die Vermieter zunächst. Die Vermieter haben allerdings einen großen Vorteil. Wenn sie bei ihrer Mietstruktur alles richtig gemacht haben, dann können sie ja die Betriebskosten umlegen. Und dementsprechend geben sie die Erhöhung dann an, in der Umlage an die Mieter weiter. Das ist erstmal schön für die Vermieter, für die Mieter ein echtes Problem, weil die Mieten dann auch nochmal auf diesem Wege steigen werden, in den schon ohnehin bedrohten Gegenden, wo ja die Mietpreisbremse nach wie vor, auch die x-te Reform, können sie also in die Tonne kloppen, werden jetzt also auch nochmal an der Stelle die Mieten steigen auf bei der sogenannten zweiten Miete, ja, den Betriebskosten, denn die Vermieter legen das um, das können sie auch. Jetzt ist zu hören, dass der eine oder andere, dem das jetzt im Wahl, es gibt ja verschiedene Wahlen demnächst, dem das nicht so gefällt von der Großen Koalition, jetzt vorschlägt, naja, man könnte ja die Mieter insofern entlasten, als man die Umlage der Grundsteuer auf die Mieter rausnimmt. Das ist ein heißes Eisen, darüber werde ich ein gesondertes Video machen. Ich will es jetzt nicht überfrachten, aber nur damit Sie das schon gehört haben. Möglicherweise wird es dann auch für die Vermieter richtig schlimm, weil dann die Kosten noch bei denen bleiben, plus die Kosten, die sie bisher umgelegt haben. Das könnte also ein echtes Problem werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal. Wir bleiben auch an diesem Problem dran und ich gebe Tipps dazu. Tschüss.